Druckschale des Atomkraftwerks wird das Gefäß für einen Leistungsreaktor eingeholt. Das Druckgefäß für den ersten Siedewasserreaktor Europas. Dieses Herzstück des Kraftwerks, das das Uran wie ein Panzer umschließen wird, ist auch für ein großes Werk kein alltägliches Erzeugnis, keine gewohnte Fertigung. Einzelne, dicke Grobbleche werden durch Pressen geformt. Sie haben besondere Eigenschaften, sind kobaltarm und plattiert mit korrosionsbeständigem Stahl. Aus den geformten Blechen werden die Teile des Gefäßes zusammengeschweißt. Das Reaktorgefäß gegen den hohen Innendruck abschließen müssen, wird eine Nickel-Chrom-Legierung aufgetragen, die eine besonders harte Dichtungsfläche ermöglichen soll. Die beiden Hälften des Unterteils werden durch Schweißung verbunden. In mehreren Lagen wird die Schweißung ausgeführt. Feinbearbeitung an den Enden des Unterteils. Die harte Dichtfläche wird plan gedreht, geschliffen und poliert. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Bis zu einer Oberflächenglätte von einigen Zehntausendstel Millimetern. Eingefräste Nuten werden die Dichtungsringe aufnehmen. Durch den Boden des Unterteils werden die Regelstäbe die Reaktorglut steuern. Die Stutzen zur Aufnahme der Regelstabführungen werden fein bearbeitet. Die Regelstabführungen sind nahtlose Rohre aus hochlegiertem Stahl mit großer Maßgenauigkeit. Durch ein Fluchtfernrohr wird geprüft, ob die Achsen der Rohre genau parallel laufen. Erst dann werden die Regelstabführungen mit den Stutzen im Boden des Druckgefäßes verschweißt. Thank you.
Das Unterteil ist fertig bearbeitet. Es wird aufgestellt, der Deckel aufgelegt und mit Schrauben befestigt. Das Oberteil des Druckgefäßes hat für die Schrauben viele Bohrungen durch den etwa einen halben Meter dicken Flansch. Werden die versilberten Dichtungsringe eingelegt. Sie sichern die völlig undurchlässige Verbindung von Unter- und Oberteil. Das Druckgefäß ist fertig, 12 Meter hoch, 110 Tonnen schwer. Bearbeitet auf die Genauigkeit eines Uhrwerks. Es wird das energiespendende Uran umschließen. Durch die Führungen werden die Regelstäbe einfahren und die Kettenreaktion steuern. Der Stahl muss helfen, die Strahlung abzuschirmen und er muss dem Druck des Dampfes standhalten. Das Gefäß trägt für die Sicherheit des Kraftwerks eine hohe Verantwortung. Eine rigorose und gewissenhafte Druckprobe muss daher zuvor die Betriebssicherheit erweisen. Dehnungsmessstreifen ermitteln die örtlichen Spannungen des Gefäßes. Sie sind ein empfindlicher elektrischer Widerstand, der die geringste Dehnung im Material anzeigt. Für die Druckprobe werden sie an allen besonders beanspruchten Stellen angebracht. Jede Messstelle hat ihre eigene Zuleitung. Hunderte von ihnen führen in den Messraum. Die Kontrollgeräte werden für die Druckprüfung eingerichtet. Die Druckprobe beginnt. Stufenweise wird der Druck gesteigert. Neben der Dehnungsmessung wird laufend die Temperatur des Gefäßes und die Längendehnung der Schrauben überprüft. Alle, die Wochen und Monate lang unermüdlich und mit aller Sorgfalt an Entwurf und Ausführung eines jeden einzelnen Teiles gearbeitet haben, wollen nun den Beweis für das Gelingen des Ganzen erleben. Seine einwandfreie Funktion, das Standhalten des Reaktorgefäßes bis zur höchsten Belastungsstufe. Ganz langsam hoch! Ganz langsam!